Seid mir grüßt, meine Pokéfreunde. Hier ist wieder mal der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Opening. Mit dabei wieder meine Frau. Hallöchen. Und wir haben wieder unser Projekt am Start, und zwar dieses wunderbare strahlende Sterne-Display, wovon wir schon die erste Hälfte in einem packenden, spannenden Battle geöffnet haben. Die zweite Hälfte ist auch noch da. Die erste Hälfte hat schon sehr gut gegönnt. Wenn ihr euch gesehen habt, das Video oben rechts im i verlinkt, wo immer rechts gerade ist, könnt ihr gerne reinschauen. Die zweite Hälfte wird heute geöffnet, also 18 Booster. Wird hoffentlich vielen Puls gesegnet. Du darfst entscheiden, wer anfängt. Ich fange jetzt auch wieder. Wir machen eine Glücksenergie. Du sagst, es ist eine Energie, die du das ganze Battle als Glücksenergie hast, und ich auch. Und die wird immer einen Punkt, wenn sie ziehen. Das ist unfair. Weil du immer Glück hast. Das stimmt doch gar nicht. Du hast stimmt, auch die Faustakarten. Die Faustakarten der Joker, die kriegen immer einen Punkt, würde ich sagen. Okay. Ich nehme Elektro. Okay. Ich nehme natürlich Wasser. Aber die geben dann auch nur bei mir Glück. Also, ja, ja, klar. Wenn du jetzt ein Wasser hast, gibt das für mich keinen Punkt. Und wenn ich ein Elektro habe, gibt es für dich keinen Punkt. Ja. Gut. Die anderen Punkte standen jetzt bestimmt hier aufgelistet, während Tino überlegt hat. Ja, Pflanze gesagt, ne? Elektro, oder? Ja. Bleiben wir Elektro? Ja. Ach, du wolltest mich reinlegen. Ich habe Pflanze gesagt, ne? Ich kann gleich zurückspulen. Eine Pflanzenenergie. Cynthia's Ehrgeiz, Dami, Zirklop, Riolu, Kikugi. Ich hatte aber echt überlegt, ob ich Pflanze nehme. Tja. Karadonis, Brumi, Sterndu, Riolu und ein Brumadama. Weil es erstmal die falsche war, da vielleicht kommen noch ganz viele Pflanzen. Bei mir kommt jetzt ein Arceus. Pflanzen, Elektroenergie-Karte. Arceus. Möge Arceus mit uns sein und uns gute Puls bringen. Oh, mach das nicht. Das hört sich kacke an. Entschuldigung. Arceus. Achso. Das ist aber nicht richtig, glaube ich. Nein, es ist ohne Wasserenergie. Leg ich mal hier hin, damit ich mir merke, wie viele Wasserenergiepunkte ich geholt habe. Null. Stami. Bei dir zählt das nicht. Tafel Wasserperk, Lekumentas, Nassgenäht, Snapke, Kupanz, Kikuchilla, Anflam, Golgantis, Weaver Solo Rare und ein Slimog. Es fängt schon wieder so an. Jetzt nimmst du den Leuten, die das erste Video nicht gesehen haben, vorweg, wer gewonnen hat. Könnt ihr gerne mal einen Tipp abgeben. Warum? Es fängt schon wieder so an. Ihr könnt mal einen Tipp geben, wer dieses Battle gewinnen wird. Wenn ihr wollt, ihr ja in den Kommentaren schreiben. Gar nicht. Gar keiner. Du nicht, ich nicht, keiner. Ich find's auch schön, wie auf dem. Elektro! Punkt bin ich. Ich find's auch schön, wie auf dem Display schon Werbung für das Pokémon TCG Live ist. Das immer noch nicht erschienen ist. Wollte ich nur so hinweisen drauf. Elektroenergie, ein Punkt. Ein Punkt. Luxio, Walgürtel, Pachirisu, Ramelin, Tara, Mesladero, Electek, Pidisa. Pipi. Oh, ich hab Angst. Blaukaps. Und ein Pokosan. Und auch eine fliegende Katze. Okay. Reverse-Karte war keine Rare. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Nein, das sind Blaukaps. Blaukaps ist nicht selten. Gut, weiter geht's mit dem nächsten Booster bei Marcel, also mir. Ich glaube, wir können mal einen Code gönnen. Hier. Wer ist dieser Marcel? Weiß ich nicht. Ich hab nie gehört. Für euch viel Spaß damit. 1, 3, 4 und wir starten mit einer. Oh, schade, eine Wasserenergie. Keine Wasser. Eine Psychoenergie. Hitzkopf, Pachi, Risu. Du, ne? Sharon's Obhut. Wer denn? Hitzkopf. Oh, der Felilu. Felilu. Knulz. Linfa. Nacklion. Chillast. Chillast. Und ein Raichu V. Zwei Pünktchen. Die noch aufs Konto gehen. Langsam kommen die Faust doppelt rein. Scheinbar haben wir schon die meisten V-Karten jetzt. Oder wir haben einfach Pech. Wir ziehen die gleichen immer. Ein Display haben wir noch hier hinzu. Das wird dann wahrscheinlich geöffnet in einem Livestream irgendwann. Dum, 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 dum. Ich hole jetzt nur mit denen. Faust an, Joker-Punkt. Die meine Punkte. Pelzebub, Zwirklob, Nibuna, Palimpalim, Golbit, Krebskorps, Karadonis, Kikugi, Elevoltek. Oh ja, ich habe einen Punkt. Und noch ein Punkt. Hey. Wofür? Gleichstand 4-4. Ich habe 3 Punkte in einem Booster geholt. Nicht schlecht. Also ich sage jetzt mal Arceus, sonst kriege ich Ärger. Und 4 Karten hier nach vorne. Und wir haben hier eine wunderbare Unlichtenergie.
Dann haben wir Krebutak, das Magma-Becken, Capoeira, Shinox, Okomiel, Felilu, Krippuk, Daralili, Voluminas und Cleoparda. 0 Punkte Booster. So muss das nicht sein. Nein. Jo, nächster Booster bei Tina. Mal schauen, ob es da weiter mit Elektroenergie geht. Nein. Komm. Eine Faust. Magma-Becken, Capoeira, Hyperball, Oguwai, Orenta, Shinox, Petsneef, Diddin, Magbrand. Schon wieder ein Punkt. Und ein Heathrun. Heathrun. Du führst. Yeah. Weiter geht's mit Glurak. So muss das sein. Aber du kannst noch nachziehen. Das stimmt. Es sind ja auch noch ein paar Booster da, so ist es ja nicht. Ne? Wir sind jetzt nicht kurz vor Ende. Hm? Nee, noch nicht ganz. Feuerenergie. Ravia, Gloria, Naxel, Sknilz, Jutestu, Formio, ärger mich nicht, Akleon, Kaumalat, Schatz. Oh, Ariados Trainergalerie, 2 Punktchen für mich. Wir haben ja schon, aber die sieht gut gezentert aus. Vielleicht, ich glaube, sie sieht besser gezentert als die, die wir haben. Und ein Lapras. Tolle Karte. Siehst aber. Das ist schon wieder aufgeholt. Das war das Karma, dass du mich geärgert hast. Die war auch vorher schon da drin, ne? Nein, die ist erst da reingekommen, als das Karma zugeschlagen hat. Da bin ich fest von überzeugt. Ich hab Pflanzen. Opius, Vibrava, Hyperball, Hippuk, Magma, Krebskorps, Sneebel, was hast du jetzt geguckt? Zwirlich, Lunas Vorahnung und ein Bromadame. Bromadame kommt aber heute echt häufig. Dann geht's mit Glurak. Un, dos, tres, quadro nach vorne. Wir starten mit der Energie vom Typus Feuer. Verdammt. Das Gegenteil von Wasser. Daravia, der Walgürtel. Okowai, Bibi, Laukatz. Nochmal ein Hokomiel, das Sahne-Pokémon. Staralili, Riolu. Mimikma-V. Die Karte, die sieht ja mal richtig schön aus. Mit der Lola im Hintergrund und der Mimikma, dem Mimikma. Die ist echt cool. Ja, Sentinel ist auch gar nicht mal so schlecht. Das sind 2 Pünktchen, ne, 3 Pünktchen sogar. Und ein Markbrand. Cool. 3 Punkte? Ausgedacht. Ja, okay. Nein, es ist normale V-Karte, geben 2 Punkte und da es ein Training ist, gibt es 1 Punkt mehr. Also 3. Aber richtig cool und das ist, wir hatten im letzten Jahr auch schon eine V auf der Trainergalerie. 2 V-Trainergalerie-Karten in einem Display, das ist schon stark. Das ist strong. Vielleicht gibt's ja noch was. Nennst du mich schon wieder eine V-Star-Karte? Luxio, Walgürtel, Pachirisu, Diddin, Nasknet, Schnepke, Upanz, Pikuchella, Bidisa und Kubuin. Ich habe wenigstens einen Punkt gehabt. Vier Karten gehen nach vorne und wir starten. Ich habe es ja alle Faustar-Karten gefunden. Eine Wasserenergie. Das ist der nächste Punkt für mich. Freunde aus Galar. Elzebub. Lolas Vorahnung. Slimer. Nochmal ein Owei. Porenta. Zwirlicht. Petsneef. Upanz. Und ein Karpilz. Okay, das war ein Null-Punkte-Booster. Der klassische Null-Punkte-Booster. Stahlenergie. Vibrava, Jagdhandschuhe, Bojelin, Magma, Bämon, Milza, Hüppuk, Klick, ein Porenta und ein Kingler. Kingler, 2 Punkte für dich. Kurz einen Zwischenstand hier ausrechnen. 3, 5, 7, 8 bei mir. 1, 2, 3, nee, bei diesen 10. 3, 6, 8 bei dir. 10 zu 8. Also bis jetzt in dem Display auch noch keine Secret Rare Karte. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Der hat nämlich im ersten Part dieses Displays auch keine. Elektroenergie. Rebutak. Magma Becken. Capoeira. Magma. Geotestu. Ich hoffe natürlich, dass noch eine Secret Rare Karte rauskommt. Das ist immer so das, was man am ehesten hofft. Oder halt eine alternative Artwork Karte. Wäre auch ziemlich nice. Manaphy ist eine Weaver's Holo Rare. Und Bifast mit Holo nochmal 2 kleine Punkte. On top. Das ist der vorletzte Booster von Tina.
Bedeutet, wir haben noch drei Booster im Top. Oder im Display. Also vier, mit denen die Tino in der Hand hat. Nicht mehr so viel. Eine Psychoenergie, Chillabel, Jubel von Timiel, Voluminas, Palimpalim, Volbit, Krebskorps, Aradonis, Kikugi, ein Luxtra. Das ist ein Punkt. Und ein Pixel. Das ist kein Punkt. Ach. Oh, letzter Booster von mir mit dem Arceus, Arceus, Arceus. Nennen wir es Horst. Mit Horst. Dem legendären Götter-Pokémon. So. Bin mir sicher, Tina gibt euch gleich auch nochmal einen Code. Vielleicht. Und Lichtenergie. Dann haben wir die Gloria, ein Panpyro, der Barista, der uns Kaffee zubereitet, damit wir hier das Opening durchstehen. Slimer, Owei. Ich mag keinen Kaffee. Funfact am Rande. Shinux. Jetzt nicht, aber Tina so ein bisschen, ne? Manchmal. Rumadame und ein Shadrago. Letzter Booster. Ich glaube, ich habe gar keinen einzigen. Was ist das Problem? Die Glurak-Booster gönnen halt einfach doch. Ich habe wirklich gar keinen. Ja. Was ist das? Auch kein Glurak. Ein Code für euch. Zum Abtippen. Ja. Mir nur. Außer wenn ich es vergesse, dann nicht. Gut, Trommelwirbel für den letzten Booster von Tina. Eine Kampfenergie. Hallo Katze. Tropius. Vibrava. Hyperball. Taumalat. Ist der Hyper. Palimpalim. Hyper. Electek. Bidisa. Snivel. Achtung, Katze von rechts. Staraptor. Ein Punkt. Mio Soloware. Und. 100. Das sind 4 Punkte. Okay, halten wir fest. Der letzte Booster ist offen. Spielstand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 zu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Du führst. Ja. Letzter Booster ist der Glurak Booster. Es fehlt noch eine Secret Rare, um dieses Display abzurunden. Kein Druck, aber es fehlt eine Secret Rare. Das Schlimme ist, ich sehe jetzt schon, ob es eine Secret Rare gibt, weil ich ja den Code sehe. Es ist ein schwarzer Code. Also ich weiß nicht, ob es ein Secret ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein schwarzer Code. Wir starten mit der Feuerenergie. Simbolara. Bojelin. Die reinigenden Handschuhe. Pipi. Blaukaps. Sterndu. Omi. Riolu. Eden, das ist der Sieg! Aber die letzte Karte ist ein Befehl vom Boss. Gott, wir hatten in dem Display kein Secret Rare. Und auch nicht mal ein alternative Artwork. Aber zwei Full Art Karten, vielleicht ist das. Dieses Battle habe ich knapp gewonnen wieder. Vielen Dank fürs Battle. Ich denke mal, wir müssen das irgendwann mit einer Revanche machen, wo wir uns dann überlegen, wie wir es machen. Glückwunsch. Dankeschön. Wir haben die Beldra V und Full Art gezogen. Dann haben wir Deden nochmal gezogen als Trainergalerie. Mimikma V aus der Trainergalerie. Riados aus der Trainergalerie, Raichu V und Kingler V, also 4 Trainergalerie. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Pull dieses Openings war. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder, wo wir mal kurz das ganze Display zusammen angucken und wir bewerten, wie das Display war. Gut, da sind wir wieder. An Hits hatten wir Raichu V, Kingler V, Luminion V, Glurak V, Entei V, das waren die normalen Fouls, 5 Stück. Denke ich, ist solide. Die meisten werden sagen, waren Glurak bei, war schon mal gut. Dann hatten wir noch 2 Karten im normalen Set, die herausstechen mit den Full-Art-Karten, die Beldra V und Mary Stolz, damit ich auch zufrieden mit den Full-Art-Karten. Aber es würde halt auch so eine Secret Rare zum Abrunden, finde ich. Oder wenigstens eine V-Star-Karte. Also 7 Hits nur aus dem normalen Slot. Dafür aber die Trainergalerie relativ gut bestückt, fand ich persönlich, mit 5 Karten. Denn haben wir hier Zwirlfinst und Ariados als normale Holo, Mimikma V und fokussierter Angriff Volauso V als V Trainergalerie-Karten. Die fand ich ziemlich strong. Ja, ich breite euch das mal aus, dann könnt ihr einfach mal überlegen oder mal in die Kommentare schreiben, war das ein gutes Display? Was würdest du sagen? Ich? Ja.
Woher soll ich das wissen? Du hast ja jetzt auch ein paar Displays geöffnet. Gefühlt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bin ich eigentlich gar nicht schlecht, oder? Ja gut, du hast wahrscheinlich normalen Displays vor Augen, weil die Trainergalerie ist ja halt ein bisschen unnormal. Also 12 Hits insgesamt, denke ich, ist okay. Also wenn das jetzt die einzigen wären, wäre es schlecht. Ja, auf jeden Fall. Ja. 7. Ich muss sagen, ich finde es für strahlende Sterne Zustand eher so okay. 7. Ja. Es fehlt wirklich noch eine Secret Rare. Das wäre nice gewesen. Ansonsten, die Trainergalerie war echt gut. Aber ich bin gespannt, was ihr sagt. Dann würde ich sagen, wir beenden dieses Opening an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, konstruktive Kritik. Ihr könnt den Kanal kostenlos abonnieren. Dann seht ihr immer, wenn wir neue Videos machen. Ist vielleicht ganz cool. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.